Ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung im Rahmen unserer Reihe 1956, also ein Jahr im Kalten Krieg, 1956, Ostmitteleuropa und die Schweiz, die von der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek veranstaltet wird. Wir haben es diesmal trotz technischer Probleme fast pünktlich geschafft. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Und ich denke, der größte Stress ist jetzt eigentlich schon hinter uns und wir freuen uns auf den Rest des Abends. Wir möchten heute eben mit dieser Podiumsdiskussion für einmal nicht nur die fachhistorische Aufarbeitung der Ereignisse ins Zentrum stellen, sondern eben vielmehr danach fragen, wie das Jahr 1956 in den letzten 60 Jahren in Wissenschaft, Politik, Öffentlichkeit in Ungarn interpretiert wurde und interpretiert wird. Insbesondere natürlich, nachdem der Umgang mit 56 lange Jahre durch Verschweigen oder bewusstes Vergessen geprägt wurde oder aber die Ereignisse, ihre Protagonisten so umgedeutet wurden, dass sie in die zentralen Narrative der kommunistischen Geschichtsschreibung eingepasst worden waren. Aber auch eben nach 1989, das haben wir jetzt schon mehrfach angeklungen gehört, ist die Debatte um die Aufarbeitung, um die Ergänzung, die Korrektur, das Verständnis dieser Ereignisse, die Veränderung der Erzählung, die Fragen nach Aufarbeitung, nach Relevanz der Ereignisse, Stellenwert, Folgen oder Folgenlosigkeit. Diese Fragen sind immer noch nicht einheitlich beantwortet und diese Fragen wird gestritten und um diese Fragen wird sich unsere heutige Podiumsdiskussion drehen. Wir haben vier Personen hier auf dem Podium, die ich Ihnen gleich kurz vorstellen möchte. Vielleicht zuerst ganz kurz zum Format unserer heutigen Veranstaltung, die etwas vom üblichen Vortrag hier abweicht. Wir haben uns gedacht, dass die drei Referenten jede 10 Minuten kurze ungefähr Inputs halten wird. Unsere Moderatorin Regina Fritz wird darauf achten, dass sie das auch tun, dass sie sich an die Zeitbeschränkung halten. Danach werden wir zur Podiumsdebatte übergehen, hier unter den Referenten die aufgeworfenen Fragen diskutieren und dann natürlich in einem zweiten Schritt die Debatte für Sie alle, für uns alle öffnen. Ich bitte Sie also wirklich um eine rege Beteiligung, hoffe darauf. Vielleicht ganz kurz noch, Raphael Labonino wird seinen Input auf Deutsch liefern, würde aber gerne auf die Fragen auf Englisch antworten. Sie sind frei, die Fragen auf Englisch, Deutsch zu stellen, auch auf Französisch. Ich denke, auch auf Ungarisch kann man hier Fragen stellen, wobei ich dann das Mikrofon direkt weiterreichen würde. Ja, ich werde Ihnen die Referenten nur ganz kurz vorstellen, weil es sind vier Leute und wenn ich zu allen vieren eine lange Vita mache, dann kommen wir hier überhaupt nicht vorwärts. Ich beginne mit Julia Riches, die ich eigentlich nicht groß vorstellen muss, denke ich. Sie ist uns allen bekannt hier als Professorin für Neuere und Neueste Geschichte mit Schwerpunkt Osteuropa hier in Bern am Historischen Institut. Ungarische Geschichte ist einer ihrer Arbeitsschwerpunkte seit ihrer Dissertation zum jüdischen Budapest im 19. Jahrhundert. Zur Erinnerungskultur in Ungarn war sie auch schon einmal hier zu Gast im Rahmen dieser Reihe und hat auch vielfach dazu publiziert und Konferenzen organisiert. Und auch ihr aktuelles Projekt zur Karpaten-Ukraine hat einen Ungarn-Bezug. Ja. Dann auf der rechten Seite möchte ich Gábor Egri begrüßen, der zu uns aus Budapest gekommen ist. Er ist Historiker und Vorsteher des Forschungsdepartements und Senior Research Fellow am Institut für politische Geschichte in Budapest. Beginnend mit einer Dissertation 2006 über die Siebenbürger Sachsen im 19. Jahrhundert hat er sich immer wieder eben mit den Themen Multiethnizität, Nationalität, Nationsdiskurse, Geschichtsschreibung und deren Verschränkung befasst, nicht nur im heutigen Ungarn, sondern im größeren Gebiet des ehemaligen Habsburgerreiches, also auch in dieser historischen Perspektive und hat viel auch insbesondere zur ungarischen Minderheit im heutigen Rumänien gearbeitet. Er hat zahlreiche Publikationen auf Ungarisch und Englisch herausgegeben. Ich werde die ungarischen nicht nennen. Das liegt ganz einfach an meinen Sprachkenntnissen, aber ich habe zwei aus unserer Bibliothek, eins in Ungarisch, eins in Englisch mitgebracht, die ich gleich herumgeben werde. Ja, der dritte unserer Referenten verbindet quasi Budapest und Bern hier. Raphael Labanino kommt ebenfalls aus Ungarn, wo er 2011 an der Central European University seinen Master of Arts in Political Science gemacht hat. Er ist seit 2011 aber hier in Bern am Institut für Politikwissenschaften und hat hier gerade seine Dissertation abgeschlossen, nicht wahr? Eingereicht, so ungefähr. Er liegt in den letzten Zügen, sagen wir so. Eine Dissertation zu Mustern und Verläufen von Liberalisierungsprozessen in Ostmitteleuropa im Vergleich, also ein Vergleich von 7 Ländern. Und daneben ist er vielleicht auch den Studierenden hier bekannt als jemand, der in der
der Lehre hier in Bern viele Aspekte der Transformation in Ost- und Ostmitteleuropa bearbeitet hat. Ja, vielleicht noch interessant für Sie zu wissen, Raphael Labanino war gar nicht nur forschend, sondern auch in anderer Form politisch aktiv, eben in der politischen Landschaft Ungarns, als Journalist, später als politischer Analyst, Berater, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Redenschreiber, sowohl für Parteien, NGOs als auch für Regierungsorgane, allerdings nicht unter der laufenden Regierung, müsste man hier vielleicht müsste man anfügen. Genau, du warst hier. Ja, und dann möchte ich unsere Moderatorin vorstellen, die uns gleich durch den Abend führt, Dr. Regina Fritz, die seit diesem Sommer aus Wien hier nach Bern gekommen ist und seit diesem Jahr eben Postdoc-Assistentin am Lehrstuhl Richers ist. Sie hat in Wien 2010 promoviert mit einer Dissertation unter dem Titel Geschichtspolitik in Ungarn, Holocaust-Erinnerung und Opferdiskurse seit 1945. Und passt hier natürlich ideal als Moderatorin zu unserer heutigen Debatte. Regina Fritz hat sowohl eben im Bereich der Aufarbeitung und Geschichtsvermittlung in Gedenkstätten gearbeitet, als auch in wissenschaftlichen Institutionen wie etwa dem Ludwig-Boltzmann-Institut, dem Institut für Zeitgeschichte in Wien. Sie war auch Stipendiatin in Heidelberg im Graduiertenkolleg Überwindung von Diktaturen und Aufbau von Zivilgesellschaften, Erfahrungen in Ost-West-Vergleich. Und sie ist in den letzten Jahren Projektkoordinatorin des Mauthausen Survivors Research Project gewesen. In ihren Forschungsgebieten, dem Bereich eben Holocaust-Erforschung und Erinnerung wie auch der ungarischen Geschichte, hat sie ebenfalls sehr, sehr viel verfasst und mit herausgegeben. Ich habe Ihnen auch ein Werk mitgebracht, das sich in der SOB findet, ein Aufsatz zur Holocaust-Erinnerung in diesem sehr schönen Band, finde ich, Krieg im Museum, den vielleicht einige von Ihnen auch kennen. Damit bin ich aber am Ende und übergebe dir, Regina, für diesen Abend das Mikrofon. Ja, vielen Dank, Eva Maurer, für die Vorstellung. Ich möchte auch Sie ganz herzlich begrüßen und ich freue mich sehr auf die Diskussion und freue mich, dass Sie alle hier sind, sowohl das Publikum als auch Sie am Podium. Ich denke, dass sich dieser 60. Jahrestag der Ereignisse 56 sich sehr gut anbieten, um eben über die polarisierte Deutungskämpfe zu 56 zu diskutieren. Der Jahrestag wurde ja heuer zu einem Gedenkjahr erklärt und es wurden zahlreiche Veranstaltungen laut Homepage der eigens hierfür eingesetzten Gedenkkommission über 1000 Projekte gefördert, darunter sehr viele Publikationen, Feierlichkeiten, Denkmalsetzungen, Tagungen und man hat eben auf diese Weise versucht, in Ungarn, aber auch außerhalb von Ungarn, eine wissenschaftliche und politische Auseinandersetzung um 56 anzuregen. Inwieweit das gelungen ist und welche Inhalte sozusagen hier auch vorherrschend waren und sind, wird heute das Thema sein. Bevor wir aber auf diese konkurrierenden Deutungen zu sprechen kommen, sollten wir, glaube ich, kurz umreißen, worüber hier konkret eigentlich diskutiert wird. Und deswegen wäre meine erste Frage an Julia Richers, ob sie uns einen kurzen historischen Überblick über die Ereignisse geben könnte, vor allem mit Hinblick darauf, wer sozusagen hier die politischen Akteure waren, was waren ihre Forderungen, gerade auch im Zusammenhang mit den politischen Akteuren ist das ja in der derzeitigen Debatte, wird das ja sehr ambivalent sozusagen bewertet. Raphael Labanino wird dazu noch einiges sagen, aber was wissen wir hier sozusagen konkret? Also einerseits sozusagen dieser historische Rückblick und andererseits aber auch die Folgen dieses Aufstandes oder war es doch eher eine Revolution, ein Bürgerkrieg oder ähnliches. Im Zusammenhang mit dem Kader-Regime spricht man ja gerne über den Gulasch-Kommunismus, aber bis 62, 63 war an und für sich, waren die Jahre eigentlich von einem harten Abrechnung gegen die Revolutionäre gekennzeichnet, eben der Versuch, das Regime zu festigen. Wie hat Kadar und die politischen Akteure um ihn versucht, 56 zu deuten, zu interpretieren und wie ist überhaupt das Bild von Kadar, der ja nun für sich unter anderem ja auch für die
ja, für den Todesurteil gegen Imre Neuch verantwortlich war. Wie war sein Image sozusagen in der Bevölkerung? Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich versuche auf diese Fragen einzugehen. Ich hatte den Auftrag, einen kurzen Input zu geben als die Historikerin hier auf dem Podium, die sich mit 56 doch relativ intensiv beschäftigt hat. Und es ist gar nicht so einfach, einen historischen Abriss zu geben, ohne oder um gleichzeitig zu vermeiden, dass man über rollende Panzer, über den Einmarsch der sowjetischen Truppen spricht. Ich werde all diese Sachen jetzt ausblenden, weil für unsere Diskussion heute ist zentral, nochmal zurückzugehen zu diesem Punkt, was waren überhaupt die Forderungen von 1956 und was ist daraus in diesen 60 Jahren geworden, also woran erinnert man sich vielleicht auch sehr selektiv. Das heißt, meine Aufgabe heute ist, in diesem historischen Rückblick etwas auf die Forderungen einzugehen. Dann werde ich versuchen, die Ära Kadar, also quasi im Nachgang der Revolution, auf Kadar und sein Profil einzugehen und schließlich ein paar Erinnerungsbrüche zu benennen, also Brüche, die ich sehe, die im Erinnern um 56 geschehen sind. Und ich versuche, ein paar Deutungen auch aufzuzeigen und auch die Probleme dieser Deutung. Das heißt, der letzte Teil wird um Erinnerungsbrüche und Deutungskonkurrenzen gehen. Vorweg, der Hintergrund von dem Volksaufstand in Ungarn 1956 war Polen. Nicht nur Polen, aber unter anderem auch Polen, dass in Poznan es zu ähnlichen Demonstrationen kam, wo es darum ging, den Kommunismus zu reformieren, wo auch Studierende, ebenso Arbeiterräte auf die Straßen gingen und schließlich der Aufstand in Poznan im Juni 1956 dazu führte, dass Gomułka aus der Haft zurückkehrte und erster Sekretär des CKs, der polnischen kommunistischen Partei, wurde. Er selber war ein großer Reformer und sogenannter Nationalkommunist. Auf diese Bezeichnung Nationalkommunist komme ich später noch zu sprechen. Ungarische Studenten verfolgten die Ereignisse in Polen sehr, sehr aufmerksam und der 23. Oktober 1956, also der Ausbruch des ungarischen Volksaufstandes, war ursprünglich als Demonstration der Studentenschaft und einer Solidaritätsbekundung gegenüber Polen gemeint. Also diese Versammlungen fanden eigentlich unter dem Motto Solidarität für Polen und lasst es uns den Polen nachmachen statt. Das waren zwei wichtige Slogans der Studierendenschaft, die zu Abertausenden in Budapest, aber auch in Debrecen, in Szeged und in anderen Städten Ungarns ihre Kundgebungen organisierten für den 23. Oktober 1956. Das ist wichtig in Erinnerung zu rufen. Die Studenten waren übrigens sehr, sehr gut organisiert. Das wendet sich hier an die Studierendenschaft im Raum. Und sie publizierten einen Tag vorher, am 22. Oktober, ein sogenanntes 14-Punkte-Programm ihrer Forderungen. Also sie machten ganz transparent, was sie am 23., wofür sie am 23. demonstrieren wollen. Ich habe diese Sachen kurz mitgebracht und ich versuche, Eva Maurers Redetempo zu schlagen und möchte trotzdem gerne kurz auf diese Punkte eingehen, damit wir wirklich auch nachher diskutieren können, um was geht es eigentlich. Punkt 1 war, wir fordern den alsbaldigen Abzug aller sowjetischen Truppen nach der Bestimmung des Friedensvertrages. Hier ist der Friedensvertrag von 1947 in Paris gemeint. Zweitens, wir fordern die Wahl neuer Führer der Partei in geheimer Wahl von unten nach oben. Unter Führung des Genossen Imre Nagy muss sich eine neue Regierung konstituieren. Alle verbrecherischen Führer der Stalin-Rákosi-Ära müssen unverzüglich von ihren Pflichten entbunden werden. 4. Wir fordern eine öffentliche Untersuchung der verbrecherischen Tätigkeiten von Matjas Rákosi, der vor ein Volkstribunal gestellt werden soll. 5. Wir fordern, dass im ganzen Land allgemeine und geheime Wahlen abgehalten werden, an denen alle politischen Parteien teilnehmen, um eine neue Nationalversammlung zu wählen. Wir fordern, dass das Recht der Arbeiter auf Streik anerkannt wird. 6. Wir fordern die Überprüfung und Neuordnung der ungarisch-sowjetischen Beziehung. 7. Wir fordern eine völlige Neuorganisation des ungarischen Wirtschaftslebens unter der Leitung von Fachleuten. 8.
Die Vereinbarungen über unseren Außenhandel müssen veröffentlicht werden. Wir fordern für Ungarn das Recht, sein Uran frei zum Weltmarktpreis zu verkaufen, um harte Devisen zu erhalten. Interessanter Punkt 8. 9. Wir fordern eine vollständige Revision der in der Industrie geltenden Normen und eine alsbaldige und radikale Anpassung der Löhne. 10. Wir fordern, dass die landwirtschaftlichen Produkte rationell genutzt werden. 11. Wir fordern die Revision aller politischen Prozesse durch unabhängige Richter sowie die Freilassung und Rehabilitierung der Unschuldigen. 12. Wir fordern bedingungslose Meinungs- und Redefreiheit sowie Freiheit für Presse und Rundfunk. Und 13, das sind jetzt zwei Punkte, die zusammengehören. Wir fordern, dass das Stalin-Denkmal, das wissen Sie, das ist das auf dem WC stand, Symbol der stalinistischen Tyrannei, so schnell wie möglich entfernt und durch ein Denkmal zur Erinnerung an die gemarterten Freiheitskämpfer von 1848-49 ersetzt wird. Letzter Forderungspunkt 14. Wir fordern die Ersetzung der dem ungarischen Volk fremden Embleme durch das alte Kossuth-Wappen, das hier zur Erklärung von mir, das Staatswappen der Revolution von 1848 ohne Stephanskrone. Wir fordern, dass der 15. März, das ist 1848 der Ausbruch der Revolution, zum nationalen Feiertag erklärt wird. Diese Punkte möchte ich einfach in Erinnerung rufen, weil sie in den gesamten Debatten immer wieder untergehen. Um was ging es den Aufständischen? Was Sie auch sehen ist, und das finde ich das Spannende als Historikerin an dieser Quelle, was wir in diesem 14-Punkte-Programm sehen, ist eine unglaublich breite Palette an Forderungen. Sie umfassen politische Punkte, wirtschaftliche, juristische und historische. Und historische sind hier interessanterweise auf die bürgerliche Revolution von 1848. Was machte das Kabinett um Imre Nagy? Sie zogen unglaublich schnell nach und unterstützten das 14-Punkte-Programm wenige Tage später. Imre Nagy ging jedoch in seinen Forderungen 4 Tage später noch ein Stück weiter. Also zu diesen 14 Punkten wurde durch Imre Nagy nochmal festgehalten, dass es noch 3 weitere Punkte gibt, die in diesen Aufstand mit reingehören. Das war, ich glaube, es war der 28. Oktober, wenn ich mich nicht täusche, dass er verkündete, dass er die AVH, den Geheimdienst, abschaffen wird. Es war der Austritt des Warschauer Paktes, den Imre Nagy verkündete für Ungarn, und die Forderung der absoluten Neutralität Ungarns. Das waren also die Punkte, die er noch diesem 14-Punkte-Programm anfügte. Und genau diese Punkte bedeuten den Wendepunkt 1956 in diesem Aufstand, aufgrund ihrer vermutlich Radikalität, also indem sie den kompletten Austritt aus dem Bündnissystem der Sowjetunion bedeutete. Weshalb ein Wendepunkt? Im Hintergrund verhandelte bereits Janosch Kadar mit Moskau und plante den Einmarsch der sowjetischen Truppen. Es kam schließlich, so wie es kam in der Geschichte, zum Niederschlag des Aufstands in den ersten Novembertagen, und diese gingen Hand in Hand mit dem politischen Aufstieg von Janosch Kadar. Am 22. November, also quasi einen Monat nach dem Ausbruch des Ungarnaufstands, verließ Imre Nagy, der sich in die jugoslawische Botschaft geflüchtet hatte, mit anderen Führern der Revolution, verließ die Botschaft, weil man ihm quasi freies Geleit versprochen hatte. Er wurde genau dort vom KGB verhaftet. 1948 kam es dann zu einem Geheimprozess gegen die Anführer des Aufstands, und wie Sie wissen, wurden sie alle hingerichtet. Es kam im Anschluss an die Niederschlagung des Aufstandes, kam es insgesamt zu 33.000 Verhaftungen sowie weiteren 250 Hinrichtungen. Fortan war die offizielle Deutung der Revolution die, dass es sich um eine faschistische oder nicht faschistische Konterrevolution gehandelt hatte. Dieser Begriff Konterrevolution war das, was die Jahre von Kadar prägte. Nach der Ausschaltung und Einschüchterung politischer Gegner ging die Ära Kadar in den Gulasch-Kommunismus, der schon von Regina Fritz erwähnt wurde, über. Mit Gulasch-Kommunismus war gemeint, dass es zu einem wirtschaftlichen Aufschwung kam. Das Geld wurde investiert statt in Schwerindustrie in Konsumgüter. Es kam tatsächlich zu einem kleinen Wohlstand. Leute konnten sich ein Trabi leisten oder ähnliches. Und es kam zu einer Form der politischen Stabilisierung in Ungarn.
obwohl die letzten Hinrichtungen 1961 noch stattfanden. Also diese Sachen passieren in Ungarn parallel, gleichzeitig. Ich habe mich in meinen Forschungen auf die Häftlinge gestützt und ihre Oral History Interviews, wie sie im 56er Institut aufzufinden sind, und habe mich damals gefragt, wie war das eigentlich für Häftlinge, die in den 60er Jahren freigelassen wurden und in diesen Gulasch-Kommunismus geschleudert wurden. Also sie waren in Haft seit 56, kamen in den 60er Jahren frei und kehrten in ein völlig verändertes Ungarn zurück. Und weil ich diese Zeugnisse für unglaublich eindrücklich halte und wichtige Quellen, habe ich Ihnen zwei Beispiele noch mitgebracht. Hier habe ich noch die Akteure, über die ich gerade gesprochen habe. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist von Jozsef Bácsi, der über seine Rückkehr aus dem Gefängnis Folgendes in dem Oral History Interview festhält. Er schreibt: 6 Jahre lang habe ich drinnen, also im Gefängnis, im Bewusstsein gelebt, dass draußen unterdrückte Emotionen die Menschen aufwühlten. Und sie können kaum erwarten, etwas zu unternehmen. Ich habe fast geweint, als ich dahinter gekommen war, dass János Kádár Vater der Nation genannt wurde, der das Land gerettet und mit dem weißen Terror, also der Konterrevolution, abgerechnet hatte. Jeder hat gut gelebt, jeder hat Twist getanzt. Ein Blitz hat mich getroffen, als János Kádár auf offener Straße auftrat und die Menschen sind zu ihm gegangen, küssten und drückten seine Hände. Es war schrecklich zu erfahren, dass die Massen alles nur danach beurteilen, ob sie einen vollen Magen haben, ob sie etwas anziehen können und ob sie einen Arbeitsplatz haben. Das ist eines dieser eindrücklichen Interviews von ihm, die eben auch bezeugen, wie seltsam das war für 56er, die für die Revolution eingestanden sind und dafür in jahrelange Haft kamen, wie das für sie war, in ein total verändertes Ungarn des Gulasch-Kommunismus zurückzukehren. Und ein zweites Zitat, das ich Ihnen mitbringen möchte, von Gábor Karácson: Wir wurden in einem gedemütigten und zerrissenen, aber mit dem Widerstand in der Seele lebenden Land weggesperrt. Aber wir kehrten nicht in dieses zurück, also in das gleiche Land. Das Land war weich geworden, das Rückgrat war gebrochen und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist ein weiteres Beispiel. Ungeachtet dessen, also das sind einzelne Interviews dieser Rückkehrer aus der langen Haft, ungeachtet dessen blieb die Popularität Kádárs in Ungarn ungebrochen. Und zwar bis zu seinem Tode 1989 und sogar darüber hinaus. Und genau damit möchte ich eigentlich auch schon Richtung Ende gehen, auf das Jahr 1989, das ich das Jahr der Bestattungen nenne. Es kam nämlich zu zwei wichtigen Ereignissen. Und zwar am 16. Juni 1989 zur ersten Bestattung. Das war die Wiederbestattung von Imre Nagy, Paul Maléter und Miklós Gimes und anderen, die privat organisiert wurde. Das war keine staatliche Initiative, diese Wiederbestattung. Die sehen wir hier auf dem linken Bild und auf dem rechten keine 4 Wochen später die Bestattung von János Kádár. Und Sie sehen auch hier Menschenmassen, die an die Beerdigung von Kádár kommen. Mit diesen beiden Bestattungen kam eine lange Ära der kommunistischen Herrschaft zum Ende. Doch die Bestattungen brachten auch gleichzeitig den Aufstieg einer neuen Person. Und das war kein anderer als Viktor Orban, der damals 1989 eine mutige Rede bei der Wiederbestattung von Imre Nagy hielt, wo es um den Abzug der sowjetischen Truppen ging. Und diese Rede machte ihn erst bekannt und populär und hat, denke ich, sehr stark zu seinem politischen Aufstieg geführt. Interessanterweise, trotz dieser Wiederbestattung von Imre Nagy und dieser Erinnerung, dass man erstmals wieder an 1956 erinnern durfte, tat Kádár überhaupt keinen Abbruch. Kádár war in einer Meinungsumfrage 10 Jahre später einer der beliebtesten Ungarn aller Zeiten. Es gab eine Medienumfrage von 1999, das ist immerhin fast 10 Jahre nach der Wende, in der man gefragt wurde, wer waren in der 1000-jährigen Geschichte von Ungarn die bedeutendsten Persönlichkeiten. In der Liste kam Szent István, der heißt
Heilige Stefan an erster Stelle, gefolgt von István Széchenyi und an dritter Stelle János Kádár. Was daran sehr interessant ist, das ist das Jahr 99, ist, dass also Kádár sich einer ungebremsten Beliebtheit erfreute und das, obwohl er Henker der Revolutionäre gewesen war. Und ich glaube, diese Ambivalenzen sind etwas, die wir in dieser Geschichtsdebatte um Geschichtspolitik und Erinnerungskultur immer wieder nicht vergessen sollten. Diese unglaublichen Widersprüche und Ambivalenzen in der ungarischen Erinnerungskultur. Denn 1956 hatte und hat immer noch eine immens hohe Bedeutung in der ungarischen Bevölkerung. Eigentlich jeder hat einen Bezug zu 56 und gleichzeitig kommt es dann doch zu solchen Umfrageergebnissen, wo es doch gerade Kádár war, der 56 niederschlagen ließ. Damit bin ich fast am Ende. Ich möchte nur kurz auf die verschiedenen Deutungen, auf die jetzt mein Kollege sicherlich noch näher eingehen wird, noch kurz erwähnen. Was waren denn die Deutungsmöglichkeiten, wie man 56 interpretieren kann? Was war 56 am Ende? Ich hatte Ihnen erwähnt, die faschistische Konterrevolution war das, was bis 1988/89 galt als Parteidoktrin. Es gibt andere, die sagen, es handelte sich um eine reformkommunistische Erhebung, weil eben enorm viele Kommunisten sich an diesem Aufstand beteiligt hatten. Dann gibt es die polnische Interpretation, also die an Polen anlehnende. Es handelte sich um eine nationalkommunistische Erhebung, also wo das nationale Element in den Vordergrund gerückt wurde. Dann gibt es natürlich die ganz starke Deutung, das, was 56 ist, ist ein antikommunistischer Aufstand, Punkt. Und schließlich gibt es auch das Wort Freiheitskampf immer wieder in der Debatte, und zwar, dass es ein nationaler Freiheitskampf war oder ein nationalistischer Freiheitskampf. Was denke ich, obwohl meine Meinung, glaube ich, gar nicht so eine große Rolle spielt, aber aufgrund der Sachen, die ich gelesen habe, finde ich, dass es vor allem in den Quellen eins zum Ausdruck kommt, dass es sich um einen antistalinistischen und antisowjetischen Volksaufstand handelte. Und dass der Begriff Volksaufstand deshalb für mich durchaus eine Existenzberechtigung hat. Also ich finde, der Begriff ist umstritten. Aber er hat eine Existenzberechtigung, weil es tatsächlich eine Erhebung war, die ganz breite Bevölkerungsmassen umfasst hat. Und also von Schülern, Studenten, dem Militär, Politikern, ob Kommunisten oder Nicht-Kommunisten, es hat wirklich eine unglaublich breite Masse der Bevölkerung bewegt. Alle haben eine Erinnerung an 56 und ich glaube, genau aus diesem Grund lässt 56 überhaupt keine singuläre Betonung einer Gruppe im Gedenken zu. Und damit ende ich. Vielen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an Gábor Egri. Seit 1990 wird ja der 23. Oktober als Nationalfeiertag begangen und mit so einem Tag möchte man natürlich nationale Einigkeit und Zusammenhalt herstellen. Aber bis heute ist das eben auch nicht geschehen. Es ist nicht zu einem konsensualen, vereinenden Erinnerungsort geworden. Es scheint eben, als wüssten sozusagen die einzelnen politischen Parteien nicht, wie sie mit der Erbe der Revolution umgehen sollten. Haben Sie eine Erklärung hierfür? Wie hat sich die politische Auseinandersetzung mit 56 seit 89 entwickelt? Und inwieweit erschwert eben auch die lange Zeit fehlende bzw. auch verhinderte historiografische Auseinandersetzung und die Einordnung des Themas mit den Ereignissen heute? Also was sind denn überhaupt die dominierenden Schwerpunkte in der Historiografie? Wo sind die tonangebenden wissenschaftlichen Akteure und welche Rolle spielt hier das 56er Institut, das eben seit wenigen Jahren auch nur noch in den Räumlichkeiten der Széchenyi-Bibliothek weiter existiert? Ja, vielen Dank. Zuerst möchte ich mir bedanken für die Einladung und für die Möglichkeit, hier etwas über dieses Thema zu sprechen. Und beginnend glaube ich, dass es vielleicht unvermeidlich war, diese Politisierung des Gedächtnisses der Revolution wegen der Rolle der Revolution in der Selbstlegitimierung des Kádár-Regimes spielte, mit dem
Konstrukt der sogenannten Kampf an zwei Fronten gegen Stalinismus und auch gegen orthodoxe Kommunisten, gegen die Rechte, bürgerliche Sozialdemokraten, was auch mit den Thesen von dem 5. Dezember, die Thesen der Zentralkomitee der Partei vom 5. Dezember 1946 gegründet wurden. Diese Thesen sagten, dass 1956 eine Gegenrevolution war, aber auch zum Teil wegen der Exzessen der Rákosi-Ära hervorgebracht, diese Revolution hervorgebracht wurde. Damit wurde auch der gesellschaftliche Kompromiss der Kader-Ära unterstützt. Man könnte auch es annehmen, dass es noch schlimmer werden könnte. Damit wurde aber 1956 auch sehr merkwürdigerweise nicht nur negativ, sondern auch positiv ein Stützstein des Regimes, dessen Verschwindens auch zum Zusammenbruch des Systems beitrug. Die Partei konnte nichts anstelle 1956 als Gegenrevolution anbieten, als eine zusammenknüpfende Kraft, und um das System zu legitimieren. Da es fehlte an einem Konsensus über die Geschichte des Sozialismus am Ende der 90er Jahre in Ungarn und auch die individuelle Gedächtnis war sehr divergierend wegen dessen Unterdrückung und auch wegen der höheren Lebensniveau, die Kader-Regime brachte für die ungarische Gesellschaft. 1956 bekam ein leeres Symbol und damit konnten die gesellschaftlichen Akteure nicht dazu zwingen werden, ihre eigene Geschichtspolitik zu einem gemeinsamen, akzeptablen Rahmen anzupassen. Doch die Revolution blieb ein Stützstein der Legitimation des Systemwechsels. Deswegen war es so wichtig für die Parteien, dessen Inhalt zu bestimmen oder bestimmen zu versuchen. Und sie zeigten nicht viel Zurückhaltung. Der Streit über Geschichtspolitik hat schon im Jahr 1990 begonnen. Die Gesetz über 1946 wurde von dem neuen Parlament sehr bald verabschiedet, aber die Name von Imre Nagy wurde aus dessen Text völlig gestrichen. Danach kam eine Debatte über das neue Wappen der neuen Republik und das Parlament entschied sich für die Version mit der heiligen Krone und nicht für das Kossuth-Wappen, was ein Symbol der Revolution und auch ein Symbol der sehr kurzen demokratischen Periode nach dem Zweiten Weltkrieg war. Und auch wurde endlich den 20. August zur Staatsfeier erhoben, an der Stelle von der 23. Oktober. Endlich entwickelte sich drei unterschiedliche Erinnerungsmuster oder Geschichtsanfassungen im Ungarn, ein radikal antikommunistisch, ein liberal antikommunistisch und ein postkommunistisch. Es war aber kein Einzelfall, wie der englische Historiker James Mark in seinem Buch über Erinnerungspolitik im postkommunistischen Osteuropa hindeutete. Das war fast überall der Fall. Das radikal-antikommunistische Erinnerungsmuster, was im rechten politischen Lager sehr verbreitet war und ist, betrachtete die Periode von 1944 bis 1990 nicht als ein Teil der Nationalgeschichte. Es war in ihren Augen nur ein totalitärer Zeit oder Periode, etwas Fremdes, der nur ein Opfer Geschichte für Ungarn sein konnte. Für das liberal-antikommunistische Muster war es eine Tatsache, mit denen man rechnen muss oder mit dessen Konsequenzen man rechnen muss, auch in der Periode nach dem Systemwechsel, was ist unmöglich von der Geschichte zu streichen. Und für den Postkommunisten, die meistens zu dem ehemaligen
Kommunistischen Staatspartei gehörten, war es wichtig zu betonen, dass diese Partei schon seit den 60er Jahren endlich in einer reformorientierten Partei entwickelte und auch dominierten in der Partei die Reformsozialisten, der auch zu Systemwechsel beitragen. Damit wurde die Sozialistische Partei berechtigt, zu den Konstituierenden der Demokratie zu gehören. Leider wurde Politik in Ungarn nicht völlig von Geschichtsschreibung getrennt und es war nicht völlig unberechtigt, da die wichtigsten Forschungsinstitute mit einzelnen politischen Richtungen verbindet sind. Das 56er Institut wurde von Dissidenten begründet und später von Staaten übernommen, endlich mit dem Nationalbibliothek vereinigt. Das Institut für politische Geschichte, wo ich arbeite, ist ein Nachfolgerinstitut, der Institut für die Geschichte der Partei und auch bewahrt legale Verbindungen mit der Sozialistischen Partei. Das Haus des Terrors, gegründet im 2001, war auch vom Anfang an ein Werkzeug rechter Geschichtspolitik und dazu kamen im 2014 das Veritas-Institut und der Komitee für nationalen Gedächtnis. Beim Anfang der 2000er Jahre wurden sich zwei gegenseitigen und Geschichtsauffassungen geformt, die auch die jeweiligen Nationsideen der Parteien angepasst wurden. Auf der rechten Seite des politischen Spektrums sah man die Geschichte des 20. Jahrhunderts als eine Opfergeschichte, ein gemeinsames Leiden aller Ungarns. Darin war aber die kommunistische Periode als der Tiefpunkt, die Zeit, die keinesfalls Teil der organischen Nationsgeschichte werden konnte. Liberalen dagegen betonten, dass man soll mit den Folgen der Kadar-Ära rechnen, obwohl es darf nicht idealisiert werden. Im Sinne der sogenannten postmodernen Geschichtsauffassung betrachteten sie Nationalgeschichte als eine Folge von individuellen Taten und Anstrengungen und auch konstruiert von Historikern, ebenso wie die Nation nur ein Konstrukt der Einzelnen und der Diskursen sind. Für ihnen waren große nationale Narrativen nur verdächtig. Betreffend den wissenschaftlichen Ansatz und Annäherung der einzelnen Instituten muss man betonen, dass der 56er Institut hat ihre Tätigkeit schrittweise zur Analyse der ganzen Zeitraum zwischen 1944 und 1990 ausgedehnt, besonders die neue Generation von Forscherinnen und Forscher in dem Institut beschäftigen sich mit breiteren Themen und nicht nur mit der Geschichte der Revolution. Es hat auch eine bedeutende Sammlung von Oral-History-Interviews und damit pflegt es das Gedächtnis der Revolution und des Kadar-Ära und auch gestaltet es. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit heute ist das Wesen des Regimes, ob es totalitär, autoritär war, Kontinuität des dominanten sozialen Gruppen des Horthy-Ära, oder die Geschichte der Sicherheitssysteme der kommunistischen Periode. Und etwas zur neueren Historiografie und wie es im größeren historiografischen Trend international und auch in Ungarn integriert ist. Man muss sagen, dass oder man kann sagen, dass diese neue Historiografie auf der internationalen Ebene nur eine für die neue Historiografie ist die Revolution nur eine der wichtigen Ereignisse eines globalen Ausbruchsjahres.
Man kann hier erwähnen Simon Holls neues Buch mit dem Titel The Year of Revolution, The World in Revolt, entschuldigen Sie. Und nicht zuletzt wegen der Aufstieg einer neuen das passiert nicht zuletzt wegen der Aufstieg einer neuen Interpretation der Nachkriegszeit. Der Kalte Krieg, der Idee der Kalte Krieg verliert immer mehr an Sinn für Historiker. Dagegen wurden Kontakte zwischen Ost-West, Süd, West und Süd und Ost, Transfer und auch die Kollaboration innerhalb der sozialistischen Staaten studiert und die Rolle der Gesellschaft in der Verwirklichung dieser sozialistischen Gesellschaften betont. Darin wurden aber solche Gäste wie die Revolution immer weniger sinnvoll und auch wurde es demonstriert, dass Kaders Alleingang nicht die einzige Möglichkeit war, ein Sonderweg innerhalb der Einflussbereich der Sowjetunion war. Intellektuellen und Wissenschaftler in Polen zum Beispiel genießten mehr Freiheit und engere westliche Kontakte als in Ungarn und Rumänien konnte eine führende Rolle in dem sogenannten Dritten Welt für sich erringen, ohne Stalinismus zu reformieren. Diese Trendwende widerspiegelt sich auch in der ungarischen Historiografie, obwohl die Mehrheit von neueren Studien sind auch noch jetzt zu Lokalstudien gewidmet. Ein systematisches Forschungsarbeit wurde zur Geschichte der ganzen Periode ausgedehnt. Hinsichtlich Themen wie Gewaltgeschichte, Ruralgeschichte, Konsumgeschichte, Geschichte der Arbeiterschaft und so weiter. Diese versuchen aber die ganze Zeit zwischen 1944 und 1990 oder mindestens längere Zeitspannen zu analysieren. Währenddessen versucht es geschichtspolitik immer nur auf die Revolution zu fokussieren und auch nur nach innen sehen, dissoziiert und damit dissoziiert es die Geschichte von Ungarns von diesen Welttrends. Vielleicht nochmals ein leeres Symbol aus der Revolution zu machen. Vielen Dank. Ich glaube, da gibt es beiden Statements schon Anknüpfungspunkte für eine Diskussion. Meine letzte Frage sozusagen für die Statements richtet sich an Raphael Labanino und betrifft sozusagen die heutige Deutung 2016 im Zusammenhang mit dem Gedenkjahr. In den letzten Jahren begann ja die nationalkonservative Regierung massiv an der Konstruktion eines identitätsstiftenden Geschichtsbildes. Man kann das beobachten an den diversen Straßenumbenennungen, an der Aufstellung von neuen Denkmälern, neue Schulbücher, die entworfen wurden, oder auch der Platz vom Parlament, der in seiner Gestalt von 1944 rekonstruiert wurde. Und in diesem Zusammenhang war es dann auch zu erwarten, dass die Regierung auch das Gedenkjahr oder sozusagen den Gedenktag dazu nützt, um 56 geschichtspolitisch umzudeuten. Auf welche Narrative setzt hier die von der Regierung eingesetzte Gedenkkommission und was wird aus welchen Gründen im derzeitigen Diskurs ausgespart, beziehungsweise was sind die Themen in diesem Diskurs? Vielen Dank für die Einladung und Möglichkeit, okay, es funktioniert. Also, Imre Nagy als politische Provokation, die Erinnerungspolitik der Orbán-Regierung. Die ungarische Regierung hat ein Erinnerungsjahr zum 60. Jubiläum der ungarischen Revolution von 1956 ins Leben gerufen, bestehend aus einer Serie von öffentlichen Veranstaltungen, Ausstellungen, Theaterverführungen, PR- und Werbekampagnen sowie wissenschaftlichen und öffentlichen Veranstaltungsreihen. Der Programmreihe wurde ein Budget von mehr als
45 Millionen Schweizer Franken zugeordnet. Als Teil der Erinnerungsjahres wurde auch eine Plakatkampagne lanciert, Porträts der Freiheitskämpfer, die sich gegen die Roten Armee stellten, schauen einen von gewaltigen Plakatwänden, kleinformatigen ÖV-Werbungen, sogar von Brandschutzmauern an. Allerdings, ein bestimmtes Poster ist in den letzten Wochen die Ursache eines gewaltigen Skandals geworden. Das Poster zeigt einen Jungen, der angeblich László Dózsa heißt, ein Schauspieler, der am meisten für seine Selbstinszenierung als Freiheitskämpfer bekannt ist. Das berühmte Originalfoto ist jedoch 1956 im Life-Magazin im Oktober mit einer anderen Namenbezeichnung, Paul Pruk, publiziert worden. Der im Jahr 2000 verstorbene Pruk hat zudem das Foto in der Presse und sogar in einer Fernsehreportage von 1986 erwähnt. Auch Pruks Familie hat gegen die Aneignung und Verfälschung des Fotos protestiert. Die ungarische Presse, anschließend das leitende Fernsehnetzwerk RTL Club, hat darüber ausführlich berichtet und hat Fotos des jungen Pruk gezeigt. Es besteht kein Zweifel, dass Pruk und nicht Dózsa auf dem Plakat abgebildet ist. Das ist die Original im Life Magazine, so im Oktober 1956. Maria Schmidt, Historikerin, Vorsitzende des Organisationskomitees des Erinnerungsjahres, eine Schlüsselfigur der Erinnerungspolitik der regierenden Fidesz-Partei, sowie enge Verbündete und ehemalige Beraterin von Ministerpräsident Viktor Orban, hat sich nicht für den Fehler entschuldigt oder um eine Richtigstellung bemüht. Sie hat stattdessen weiterhin behauptet, dass Dózsa auf dem Foto abgebildet sei, und hat Pruk als einen Kleinkriminellen dargestellt. Wobei das nicht der einzige problematische Aspekt der Posterkampagne war. Weitere Bilder haben sich als weitgehend verstellt erwiesen. Einige Personen sind von den Fotos gelöscht worden, andere wurden vor einem neuen Hintergrund gezeigt. In noch weiteren Fällen sind Ausweisfotos an fremden Körpern mit Gewehren montiert worden, die laut Experten diese Waffen nie hätten halten können oder sich die Kleider nie hätten leisten können. Diese Einstellung ist für das ganze Erinnerungsjahr repräsentativ. Das kann nicht nur auf Dilettantismus zurückverfolgt werden, obwohl dieser auch eine Rolle spielen muss, da statt wissenschaftliche Experten der Revolution von 1956 politische Beauftragte des Organisationskomitee ausmachen. Der entscheidende Faktor hinter diesen Fehlern oder gar Verschungen und der Unwille zur Richtigstellung ist die totale Durchpolitisierung des Programms. Wie Janosch M. Reiner, der leitende Experte in der Erforschung der Revolution von 1956, in einem Artikel feststellte, hat die Regierung ein einziges Narrativ über dieses komplexe historische Ereignis ausgewählt und hat versucht, es als exklusiv festzulegen. Dieses offizielle Narrativ konzentriert sich auf die Freiheitskämpfer. Laut Frau Schmidt seien die eigentlichen Helden der Revolution die einfachen Menschen und es ginge um eine antikommunistische Revolution und Freiheitskampf. Mitte dieses Narrativs wird Geschichte Bezug zu einer Gegenwart erstellt, in der die Ungarn nach wie vor ihre nationale Souveränität, ihr Überleben als Nation verteidigen müssen. Statt Moskau und der Kommunismus sind der Multikulturalismus und der Liberalismus aus Brüssel die aktuellen Gegner, wie es Viktor Orban in seiner am 60. Jahrestag der Revolution gehaltenen Rede beteuerte. Allgemein gesprochen, widerspiegelt dieses Narrativ über die Revolution das gegenwärtige populistische Narrativ, das eine beinahe mythische Rolle dem Volkswillen verleiht, auf den sich das System der nationalen Zusammenarbeit beruft. Die Orban-Regierung bezeichnet ihr Regime so. Bewaffnete Konflikte und Straßenkämpfe spielen in dieser Interpretation von 1956 eine zentrale Rolle, aber sie sind ihrem persönlichen und historischen Kontext entzogen. Wie der Umgang mit ihren Fotos bezeugt, sind die Freiheitskämpfer als reale Personen sogar irrelevant.
Sie werden als Exponenten der nationalen Einheit behandelt. Sie bedeuten nichts weniger und nichts mehr. So ist es nachvollziehbar, dass jeder und alles, was diesem Narrativ und dieser Rhetorik nicht entspricht, vernachlässigt, ausgegrenzt oder sogar kleingeredet werden muss. Demnach werden die Universitätsstudenten, dessen Solidarität mit den polnischen Reformen die ganze Revolution ausgelöst haben oder die Rolle der ungarischen Armee aus diesem Narrativ eliminiert. Die jungen Intellektuellen der Petőfi-Zirkel sind auch vergessen worden, obwohl ohne die bereits 1955 von ihnen initiierten offenen und kritischen Debatten die Revolution von 1956 vielleicht nie stattgefunden hätte und viele von ihnen zentrale Figuren der Revolution geworden waren. Das offizielle Narrativ verschweigt die Rolle der Arbeiterversammlungen, die die Fabriken übernahmen und der Revolution Rückhalt gaben. Die Flüchtlingswelle von November und Dezember 1956, die größte in Europa zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Jugoslawischen Krieg, wird so behandelt, als ob sie nie stattgefunden hätte. Angesichts der Position und der Politik der Regierung gegenüber der Flüchtlingsfrage ist dies nicht allzu überraschend. Ebenfalls vollständig abwesend von den Jubiläumsfestlichkeiten sind die Führungskräfte des Landes während der Revolution, und zwar Imre Nagy, der Ministerpräsident, und die Mitglieder seiner Kabinette. Offensichtlich waren die meisten, wenn auch nicht alle, dieser Persönlichkeiten Kommunisten, die prominente Positionen während der Diktatur innehatten, wie Imre Nagy selbst. Sie haben sich nach und nach gegen die totalitäre Diktatur und Kommunismus gewendet. Nagy hat seine kommunistischen Überzeugungen nie aufgegeben. Mit anderen Worten, sie waren komplexe Persönlichkeiten. In einem Interview gab Frau Schmidt zu, dass Imre Nagy einen schönen Tod hatte, das heißt, dass er aufgehängt wurde und in einem nicht gekennzeichneten Massengrab begraben wurde. Aber die tatsächlichen Helden seien die Freiheitskämpfer, nicht er, meint Schmidt. Sie hat auch über den Petőfi-Zirkel als einen obskuren marxistischen Debatteklub gespottet, der keinen Bezug zu den einfachen Leuten hatte, und ich zitiere sie: Nur diejenigen können die Rolle der Reformintellektuellen vergrößern, die ihr eigenes Schicksal in der Mea Culpa der ehemaligen stalinistischen Elite wiedererkennen. Zitat Ende. Frau Schmidt hat eine Vorgeschichte in der Verleumdung von Imre Nagy, auch wenn es die Verfälschung der Geschichte bedeutet. Historiker gaben 23 Ungenauigkeiten und völlige Unwahrheiten im Lebenslauf von Imre Nagy gefunden, der auf der Webseite des Haus des Terrors publiziert wurde, ein Museum und gleichzeitig die wichtigste Institution der rechten Erinnerungspolitik, geleitet von Frau Schmidt seit seiner Eröffnung im 2002. Obwohl man Frau Schmidt auf dieser Fehler aufmerksam gemacht hatte, hat sie nie eine Richtigstellung veranlasst. Die Ausstellung im Haus des Terrors über die Revolution von 1956 bietet vielleicht die beste Synthese der Erinnerungspolitik der derzeitigen Regierung. Die ganze Wechselausstellung belegt einen einzigen Raum. In diesem Raum steht ein Fernseher, der Interviews mit ehemaligen Freiheitskämpfern wiederholt. Weiter gibt es 6 kleine Nebenräume, wo man jeweils einen dreidimensionellen Kurzfilm anschauen kann. Diese Filme sind nicht Dokumentationen, sondern die Dramatisierungen von bestimmten Themen. Interrogation nach der Revolution, die Euphorie über die Entfernung eines Roten Kreuzes von einem öffentlichen Gebäude und so weiter. Alle sind sehr emotional, manipulativ und verwenden das zentrale Narrativ, wonach die Revolution von 1956 eine nationalistische und antikommunistische Revolution war. Die Kämpfer werden als zutiefst religiös dargestellt. Die Filme heben zudem das Heldentum der einfachen Freiheitskämpfer und die Rücksichtslosigkeit sowie moralische Korruptheit der Gegner hervor, seien sie sowjetische oder ungarische Kommunisten. Eine Posterinstallation, die sich den Gesichtern und Namen der Helden der Revolution widmet, steht vor dem Gebäude auf der Andrássy Straße, einer der elegantesten historischen Boulevards der Stadt. Alle historischen Figuren fehlen, die dem offiziellen Narrativ nicht entsprechen würden, einschließlich die Mitglieder der Imre Nagy-Regierung, die nach der Revolution hingerichtet oder inhaftiert wurden.
Diejenigen, dessen Leben geschont wurde, wurden bis 1989 von den Behörden und der Geheimpolizei verfolgt. Sie waren diejenigen, die an vorderster Stelle die Erinnerung an die Revolution jahrzehntelang aufrechterhalten haben. Die Gruppe Lebendiges Denkmal, eine Gruppe von Zivilisten, die seit Jahren Protestaktionen gegen die Erinnerungspolitik des Orban-Regimes organisieren, hat die Versäumnisse korrigiert und die Installation mit Porträts der historischen Persönlichkeiten ergänzt, ohne die die Geschichte der Revolution nicht interpretiert werden kann, anschließend Imre Nagy und die Mitglieder seines Kabinetts. Das Haus des Terrors hat im Gegenzug ungarisch- und englischsprachige Warnschilder zwischen den offiziellen und inoffiziellen Posten aufgehängt, die beteuern, dass das Museum nichts mit den neuen Posten zu tun hat und die ganze Aktion als eine politische Provokation bezeichnen. Also im Jahr 2016, 27 Jahre nach dem Sturz des Kadar-Regimes, wird die Platzierung der Namen und Fotos von Imre Nagy und seiner Regierung an der Seite von weiteren politischen und intellektuellen Leitfiguren der Revolution von 1956 auf Posten auf den Straßen von Budapest von der regierenden Macht einmal mehr als politische Provokation wahrgenommen. Ja, vielen Dank. Da die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, werde ich eine Frage an alle sozusagen stellen und würde Sie dann einladen, dass Sie sich einschalten in die Diskussion. Quasi der erste Teil der Frage richtet sich an Raphael Labanino. Der Historiker Arpad von Klimo hat ja das Gedenkjahr als fancy, sexy und trendy charakterisiert. Ist denn das eine zutreffende Einschätzung? Die Gedenkkommission wollte ja an und für sich ja wirklich gezielt die Jugend ansprechen. Es hat ja auch einen Wettbewerb gegeben für ein Lied. Es gibt ein Image-Lied, ein Image-Film und so weiter. Fühlen sich denn gesellschaftliche Gruppen von dieser Gedenkpolitik angesprochen? Und der zweite Teil der Frage an Julia Richers. Wie steht es überhaupt mit der Präsenz des Themas abseits der Politik im kommunikativen Gedächtnis? Können Sie dazu vielleicht was sagen? Also ist das Teil des familiären Tischgesprächs? Wie haben vielleicht auch Akteure der Revolution auf die derzeitige Gedenkpolitik reagiert? Und schließlich der dritte Teil, 11M Ligmü wurde ja schon erwähnt, lebendiges Denkmal, die hier also eine zivilgesellschaftliche Gruppe, die auf die staatliche Gedenkpolitik aktiv reagiert hat. Gibt es auch andere zivilgesellschaftliche Gruppen, die hier aktiv geworden sind? Also wie steht es eigentlich generell wie hat die Gesellschaft auf diesen bisherigen Diskurs, geschichtspolitischen Diskurs der Regierung reagiert? Sorry, but I will speak English from now on. Sexy, fancy, and trendy. It was actually so. According to Maria Schmidt, who these words in the press in an interview in Hungary said that it was Viktor Orban's wish the commemoration should be fancy, sexy, and trendy. Well, I don't know if they succeeded, but they succeeded with this kind of internet memes because of this debacle of Doja Laszlo. The people it took one day for the people to come up with such builds, such photos, and such memes. And also this song that was actually composed by Desmond Child, who is a Cuban Hungarian American composer, and he also composed many big hits for the Aerosmiths, I think. So he's a big American composer, but it turned out that what he did for the revolution, he already sold it once to a basketball team in the U.S.
And they took it away from YouTube in a day, but it was too late, of course. So it was also a debacle, and also there are some corruption things around it because it was quite expensive. But then Maria Schmidt said that everybody worked for free. Then, so I don't know. I don't think that it's really really worked out for them. And then they also wanted to kind of connect to the youth, so they wanted. I don't know if you have heard about these very popular ruin pubs in Budapest where the hip youth is going to. So they wanted to have programs in these pubs, but it turned out that actually those who won on these programs were pubs in the countryside or so not these kind of ruin pubs. So I don't know. But they were there very aggressively on all the big musical festivals in Hungary, so they might have actually had some good feedback as well. But I think it looks more like a debacle now. So they try to defend it very aggressively in the press, and I think that shows that it's not sexy, fancy, and trendy. But I don't know. Ja, auf die Frage, ob also wie sich 1956 jetzt noch im kommunikativen Gedächtnis manifestiert oder auch im kollektiven Gedächtnis oder im individuellen. Also ich versuche meist diese Begriffe zu vermeiden, weil sie so auch eine gewisse Hermetik haben. Also ich würde eher über das Familiengedächtnis reden, also wie sehr 56 in Familien eine Rolle spielt. Und ich meine, ich merke langsam, dass ich zu einer anderen Generation gehöre. Also in meinem Freundeskreis spielt, also diese Leute, die jetzt so zwischen 40 und 50 sind, bei denen spielt 56 immer noch eine große Rolle. Also das ist etwas, was kolportiert wird, was Teil des Familiengedächtnisses ist. Worüber ich aber nicht reden kann, ist, wie es tatsächlich um die Jugendlichen und Kinder steht. Und meines Erachtens hat das auch ganz stark mit dem Schulunterricht in Ungarn zu tun, wie dort 1956 unterrichtet wird, eben als singulär interpretiert oder pluralistisch. Und meine Sorge ist, dass es eben eher singuläre, selektive Form des Erinnerns und damit verbunden auch selektives Vergessen damit verbunden ist. Und ich glaube wirklich, dass es großer Not tut, hier einmal über Möglichkeiten eines multiperspektivischen oder pluralistischen Erinnerns nachzudenken. Und ich finde, wenn ich das sage, mache ich das nicht aus einem überheblichen schweizerischen Standpunkt heraus. Ich möchte gerne das Publikum daran erinnern, wie sehr sich die Schweiz schwer tat, über ihr Verhältnis zu Nazi-Deutschland in der Zeit des Zweiten Weltkrieges öffentlich zu debattieren. Also schon alleine zu debattieren. Nicht, dass wir zu einem Konsens kommen würden, aber ich möchte das nicht missverstanden wissen als Zeigefinger. Ungarn müsse sich mal ein bisschen besser bemühen, hier ein pluralistisches Geschichtsverständnis herzukriegen. Also ich denke, fast jedes europäische Land hat so seine Themen, mit denen es sich schwer tut. Aber ich denke, es hat gerade das Beispiel Schweiz gezeigt, dass zum Beispiel eine Historikerkommission und viele öffentliche Debatten zu Frage, was bedeutet Geschichte, sehr, sehr viel gebracht haben. Also ich denke, Sachen, die anfangs 90er als hoch provokativ galten, die sind heute absoluter Konsens. Und deshalb fand ich das auch einen ganz wichtigen Punkt von Herrn Egri, dass er sagt, es besteht, das Problem ist, dass wir in der ungarischen Geschichte überhaupt keinen Konsens über die Geschichte des Sozialismus haben. Und ich denke, dort müsste man ansetzen, über die gemeinsame Vergangenheit im Sozialismus nachzudenken und zu debattieren. Ja, zuerst würde ich es ergänzen, dass ich glaube, dass es keinen Konsens über die ganze Geschichte des ganzen 20. Jahrhunderts im ungarischen Gesellschaft gibt. Aber die sozialistischen Zeitalter gehört natürlich dazu. Zuerst ist es wichtig zu erwähnen, dass diese Gruppe, Lebendiges Denkmal, wurde vor 2 Jahren, im 2014 gegründet und wegen des Denkmals errichtet für die deutsche Besetzung Ungarns im 1944. Und
Die meisten Mitglieder dieser Gruppe betrachteten dieses Denkmal aus einem Versuch, die Verantwortung des ungarischen Staates für den Holocaust in Ungarn zu leugnen. Und das war eine Reaktion, eine sehr spontane Reaktion zu diesem Denkmal. Sie haben nicht viel Unterstützung von Politik oder so etwas bekommen, aber sie sind sehr gut vernetzt mit anderen Zivilgruppen. Und es dieses Protest bei diesem Denkmal dauert auch heute. Man kann so, wenn man Budapest besucht, kann man auch zu Szabadság tér gehen und dort kann man sehen auch das Denkmal, was die Regierung errichtet hat und auch dieses Gegendenkmal sozusagen, was meistens aus Personalien besteht, die diese Leuten dazu gebracht haben. Aber es ist die größte Gruppe, die sich, Zivilgruppe, die sich mit solchen Fragen beschäftigt. Andere Zivilgruppen, die zur Opposition gehören, versuchen es nur in den letzten Monaten etwas über oder mit Geschichtspolitik zu machen. Zum Beispiel, es war sehr interessant zu sehen, dass ein linksgerichtete Internetportal, Kettdurchschmerze, ich kann es nicht so einfach auf Deutsch übersetzen, vor zwei Wochen ein öffentliches Kurs über die Revolution in 1918 organisiert hat, was auch zu dieser heiklen Fragen der Geschichte Ungarns gehören. Ich glaube auch, dass es ist wichtig zu betonen, dass dieser Gegensatz der Regierung und dieser Gruppe ist etwas Merkwürdiges, weil während diese Gruppe repräsentiert eine klassische Auffassung der Erinnerung und auch Geschichtspolitik. Ich bin nicht sicher, dass heute man kann in Ungarn über eine Geschichtspolitik der Regierung sprechen. Es ist eher ein Spektakel, was sehr, sehr postmodern ist. Das ist Fiktion, was man, und man kann diese Teile irgendwelche Weise zusammenknüpfen und eine neue Alternativgeschichte zu fassen. Und auch diese Versuchen, die traditionellen Helden oder traditionellen Akteuren der Revolution aus deren Geschichte zu streichen und nur diese Knaben von Budapest als wichtige Teilnehmer der Revolution zu bewahren, deutet darauf hin, dass hier etwas Neues passiert. Ich bin nicht sicher, dass es eine Erinnerungspolitik ist. Und auch kann man dazu zählen, das Versuch, ein Budapest zu rekonstruieren, Gebäuden und öffentliche Räume, das nie so existierte. Vielen Dank. Ich würde gerne Sie einladen mit Fragen. Ich glaube, es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte, an denen man ansetzen kann. Es wurden sehr viele Themen aufgegriffen. Ich gebe das Mikro rum. Ich habe eine Frage zu dem zu den 14 Punkten, nämlich
Wie meinen Sie, wie waren Tschatzen damals aus dem Warschauer Pakt auszutreten? Ja, gute Frage. Es hat keiner vorher gewagt und keiner nachher gewagt, aus dem Warschauer Pakt auszutreten. Also ich denke, dass die, dass das schon, also ich habe das ja in meiner Präsentation den Wendepunkt genannt. Also das war das Fass. Also ich denke, bei mehreren Punkten hätten sie die Möglichkeit, also beim 14-Punkte-Programm hätten sie die Möglichkeit gehabt, den polnischen Weg einzuschlagen. Ja, aber es ist, also das Interessante ist, dass auch Kader mehrere dieser, also man könnte auch sein, diese 14 Punkte als Fahrplan Kaders später auch sehen. Also die Löhne wurden gehoben, der Lebensstandard wurde zum Teil gehoben, obwohl auch dort ein großer Mythos hinter dem Gulasch-Kommunismus steckt. Also wenn man sich den Fleischkonsum der Ungarn zum Beispiel mit den Tschechen vergleicht, sieht man, also so gulaschig war der Gulasch-Kommunismus nicht. Aber er wird ja auch deshalb auch vielleicht eher Frigidär-Kommunismus genannt, weil das Sozialismus, das war schon das, wo man dann näher kam, dass die Leute doch mehr Kühlschränke hatten als vorher. Aber was zum Beispiel Fleischkonsum anbetrifft, was ja auch eine Frage des Lebensstandards ist, wie viel man essen kann. Wenn man sich da die Statistiken für die Jahre der Warschauer Paktstaaten anguckt, bleibt Ungarn ein Schlusslicht. Aber interessanterweise sind andere Punkte auf dem 14-Punkte-Programm durchaus von Kader mit berücksichtigt worden. Also man merkt dann, das ist eben dieser unheimliche, unsichtbare Bezug auf 56 bei ganz vielen Sachen. Also dass man merkt, ganz viele Entscheidungen in diesen Jahren zwischen 1956 und 89 oder ich würde sagen sogar bis 90 und danach, man merkt, dass es immer ein unsichtbares Seil zu 56 gibt. Also dass das ganz viele Entscheidungen geprägt hat. Sorry, I just want to add something to this, to the question of social policy, because that's my expertise. So that actually, I was very surprised when I read it, but that's a fact that in relative terms, the Central and Eastern Europe and Poland and Hungary diverge not only in GDP per capita, but also in social expenditure levels from Western Europe, compared with the period between the two world wars. So those regimes, which were right-wing authoritarian, were more in line with Western Europe, actually, than the communist regimes. And it was so until the 1970s. And when the 1980s, there was a convergence, or it seemed like that the social expenditure levels are rising in proportion to the GDP, it was actually more of a statistical product, that namely that the these economies were stagnating. So that's why they had to also borrow. Poland and Hungary borrowed heavily from the West. They were members in the IMF already, and they were members in Western European institutions. So they could borrow, and that's why it was. But it was more like a statistical artifact. And then also if you read Miklós Haraszti's Stück Lohn, you can borrow it from the library. I did that. Then it was a very qualitative sociological work. Of course, it was completely forbidden, so it couldn't be published in Hungary because he's an intellectual sociologist who had to work as a factory worker, and he used this opportunity to write about it, about the real situation of the so-called proletariat in the proletarian dictatorship, and it wasn't good. So he almost faced a prison sentence because of his work that he wrote, that these people are exploited on a scale that actually in Western Europe nobody could imagine. So, yeah,
Mich interessiert der Vergleich jetzt der diesjährigen Jubiläum oder Erinnerungsjahres mit früheren Ausgaben. Also ich denke jetzt da vor allem mal an das 50-jährige bestehende oder nach der Revolution von 1956. Und ich denke gerade auch, wenn man die These macht, dass es durch die Politisierung dieses Ereignisses, dass sich die Deutungsmechanismen ziemlich entfernen können oder dass man halt den Diskurs strukturieren kann. Gerade diese These müsste ja dann vielleicht anders ausfallen, wenn man das in 2006 anschaut, zum 50. Jubiläum oder auch 1996, als das Land ja auch in seiner Positionierung in Europa noch nicht klar war, wohin das genau geht. Also mich nimmt das Wunder, gibt es da Erklärungen? War das ganz anders vor 10 Jahren? Vielen Dank. Ja. Das ist wahr, dass auch die 50-jährige Jubiläum politisiert war, aber vielleicht in einem traditionellen Sinn. Das war sehr sozusagen konservativ vom staatlichen Seite. Für die damaligen Regierung und den damaligen Regierungschef Ferenc Gyurcsány war es sehr wichtig, sich irgendwie zu positionieren. Er machte einen Versuch, die sozialistische Partei dazu zwingen, sich von Kadars Erbe zu trennen. Es war sehr explizit, wenn Gyurcsány stand bevor dem Denkmal von Imre Nagy, er fragte rhetorisch das Figur, so, wer das Figur von Imre Nagy wählen würde, Kadar oder Nagy. Das ist sehr das war für Gyurcsány das Wichtigste. Er kam zu dieser Position mit einem Reformstreben. Für ihn war es wichtig, die Sozialisten unter den damaligen sozialdemokratischen, Mainstream-sozialdemokratischen Parteien irgendwie Europas irgendwie zu positionieren. An der anderen Seite, und das ist sehr, sehr merkwürdig auch, war aber ein Versuch, eine Neuaufführung der Revolution nach 50 Jahren zu verwirklichen mit dem Angriff an der Gebäude, an dem Staatstelevisionsgebäude nach der Skandal über diese Rede von Gyurcsány vor dem sozialistischen Parlamentsclub und auch an der Tag mit den Straßenkämpfen in Budapest, was von rechtsradikalen Gruppen initiiert war und zum Teil der Polizei misshandelte diese Ausschreitungen, aber auch für Fidesz oder die Reden auf der großen Versammlung von Fidesz, großen Demonstration für Fidesz, spielt diese Karte, dass versuchten des Jahrestag dazu benutzen, da die Regierung, die damalige Regierung zu delegitimieren, irgendwie die Legitimation dieses Jahrestages das zu entnehmen, mit dem Argument zum Beispiel, dass Kommunisten, die auch nie von Kadars Erbe sich getrennt haben, dürfen nicht die Revolution oder an der Revolution erinnern.
Also vielleicht kann ich da noch ganz kurz etwas zu 2006, weil ich das damals sehr nahe miterlebt habe. Also dieses Land war schon natürlich vor 2006 gespalten, aber ich fand 2006, als ich das so nah erlebt habe, da habe ich wirklich diesen Riss in der Bevölkerung so nah erstmals erlebt. Also diese Neonazis auf dem Deakter mitzuerleben, das war einfach eine ganz hässliche Fratze, die plötzlich da im urbanen Raum auftauchte und eben auch gezeigt hat, wie unglaublich gespalten dieses Land ist. Und ich glaube, in diesen 10 Jahren hat es leider, glaube ich, keine wirkliche Verbesserung dieses Auseinanderdriftens der extremen Positionen gegeben. Und ich denke aber, für mich war 2006 wirklich so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, also 56 war doch etwas, was eine integrative Kraft hatte, auch wenn wir alle, glaube ich, heute gezeigt haben, dass es eben diese verschiedenen Deutungen gibt. Trotzdem das, was das Land zusammengehalten hat, war, dass 56 eine Bedeutung hat. Also diese eben nicht leere Hülle, sondern es hat eine Bedeutung. Und 2006 fand ich so, das war so für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, dieses Land hat Risse, die schwierig sind. Zusammen, also Kontinentalplatten, die auseinanderdriften, die schwierig sind, wieder zusammenzukriegen. Ja. Es ist ein Stichwort gefallen, Gulasch-Kommunismus und auch Tschechien. Ich möchte gerne eine Außensicht des ungarischen Aufstandes und des politischen Lebens danach aus tschechischer oder tschechoslowakischer Sicht kurz erläutern. Ich habe bis 1968 in der Tschechoslowakei gelebt und durfte den Sozialismus selber erleben. Seit 68 bin ich hier. Und wir haben damals den ungarischen Aufstand und das, was danach kam, ausführlich diskutiert und auch intensiv wahrgenommen. Keine Frage. Und wir hatten aber keine Deutungsprobleme gehabt, das muss ich auch mal sagen. Also wir sagen Tschechoslowaken bis 68. Nämlich wir haben damals gedacht, der Versuch, den Totalitarismus durch die 14 Punkte abzubauen, der war durchaus gerechtfertigt. Keine Frage für uns damals. Das Problem hatten wir mit der Durchführung. Wir dachten damals, das war zu radikal. Und dieser Versuch ist auch dann gescheitert oder unterdrückt. Und das, was danach kam, war eine recht harte Strafe, also mit den 250 Toten, also Verurteilten, zu Tode Verurteilten und den Verhaftungen. Hingegen der sogenannte Gulasch-Kommunismus oder Sozialismus, der wurde positiv wahrgenommen in der Tschechoslowakei. Wir haben dann den Janus Kada quasi als einen sehr flexiblen, um es so zu sagen, Politiker wahrgenommen, dem es gelungen ist, innerhalb des Warschauer Paktes und zwischen Ost und West eine relativ milde Form des Sozialismus, milde Form für die Betroffenen in Ungarn einzuführen und zu realisieren und auch zu leben. Und das war quasi, soll ich sagen, unser Eindruck oder unsere Sicht. Auch belegt dadurch, dass dem, was ich gehört habe, soll der Generalsekretär der KPdSU, Leonid Brezhnev, mal Ungarn besucht haben. Und die haben voller Stolz eine Fabrik gezeigt. Das war aber dann nach 68 schon. Und dann soll er dann sich die Maschinen angeschaut haben in Ungarn, in der Fabrik. Und soll dann die verblüfften Partei- und Staatsfunktionäre gefragt haben, das sind aber ausländische Maschinen, das sind keine sowjetischen Maschinen. Warum denn so? Die Antwort war dann, tja, sie sind halt eben besser. Und so war das. Danke. Eine Replik oder sonst? Genau, eine kurze Frage. Jemand noch? Hier. Wir haben jetzt viel von Erinnerungsgeschichte und Erinnerungskultur in Ungarn gehört. Mich würde noch interessieren, nach 1989 hatte diese Möglichkeit der Wiedererinnerung im Osten und in Ungarn einen Einfluss auf die Erinnerungskultur in Westeuropa oder in der Schweiz? Du bist die Schweizerin? Sie stellen heute Abend richtig gute Fragen. Also ich fand auch diese Frage sehr berechtigt und sehr gut. Hatte sie einen Einfluss? Also
Ich wollte nur beim tschechischen Beispiel anknüpfend sagen, was uns in der Forschung fehlt eigentlich, ist diese blockinterne und blockübergreifende Wahrnehmung. Also von 1956, aber auch von 68. Also ich finde jene Forschung momentan am innovativsten und spannendsten, die gegenseitige Wahrnehmung auch, also zum Beispiel der Balaton wurde ja so ein Sehnsuchtsort innerhalb des Warschauer Paktes, wo man gerne Ferien machte, wo man westliche Zeitungen lesen konnte und so weiter. Und da gibt es viel zu wenig dazu, also wie die gegenseitige Wahrnehmung war. Aber auf Ihre Frage, wie, ob sich das zum Beispiel in der Schweiz geändert hat, nachdem die, ich finde, die sind zum Teil relativ losgelöst, diese Erinnerung. Also wir hatten mehrere Forschungsseminare mit Studierenden, wo es auch darum ging, ob die Aufarbeitung von 56 in der Schweiz, da sitzen auch ein paar im Raum dazu, und wir mussten wirklich feststellen, dass die schweizerische Wahrnehmung, wer diese Aufständischen waren und wofür sie standen, total divergierte von dem, was in Ungarn selber stattfand. Und dass sich diese, also man ist ja sehr lang davon ausgegangen, das sind antikommunistische Opfer, die vor dem Terrorregime flüchten. Und mussten dann überrascht feststellen, dass das nicht immer einfach nur so einfach war, diese Gruppe zu benennen, also von schweizerischer Seite. Und da könnte ich vielleicht auch für andere Länder sprechen, also auch für die deutsche Historiografie. Was mich erstaunt in den Geschichtsbüchern ist, dass immer wieder von die Ungarn gesprochen wird. Also es ist ein homogener, monolithischer Block von Flüchtlingen, der damals nach Westeuropa kam, dass das total divergiert, dass das eine extrem heterogene Gruppe war, die sich untereinander auch denunziert haben, das wird eigentlich komplett ignoriert. Also von daher könnte ich sagen, die westliche Forschung ignoriert etwas, was in Osteuropa an neuen Erinnerungen auch und Schriften entstanden sind. Liegt vielleicht zum Teil auch an den Sprachkompetenzen. Ja, vielen Dank für Ihre Antworten und auch für die Beteiligung an der Diskussion. Ich glaube, es bleiben noch viele Fragen, die man noch stellen könnte, und ich glaube, es gibt vielleicht noch ein bisschen Gelegenheit, sozusagen jetzt nach der Veranstaltung noch kurz der einen oder anderen Person die Diskussion weiterzuführen. Ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind, und ja, vielen Dank. Ach, ich lasse dich den Job machen.